Hallo Freunde, willkommen bei einer neuen Folge Birk Reacts, powered by Omen. Zu meiner linken Seite sitzt Aslan und ich bin der Obnox und wir gucken uns Spiele aus dem A1 Cup an. Wir führen hier schon 0-6. Ich erinnere mich nicht mehr ganz das genau an das Spiel. Das ist die Twisten-Szene. Die ist krass. Boah. Das ist schon krass. War das ein 1 gegen 4? Ne, ich glaube, das war ein 1 gegen 3. 1 gegen 3. Nate war schon alleine krass im TP. Ja. Jetzt 1 gegen 1. Da ist Twisten immer stark. Immer. Mhm. Und er hat noch Ult. Aber Gegner hat auch... Ne, der hat keine Ult. Ach, ich erinnere mich jetzt. Ich wusste gar nicht, wer ihn da gesehen hat. Ja, aber gefragt. Er hat ihn trotzdem geultet noch. Ja, ja. Er hat ihn noch geultet. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Ace. Er gewinnt uns die siebte Runde, holt einen Ace. Siebte Runde. Hat wahrscheinlich einen fetten Scoreboard am Top-Frag. Race Standard. Ja. Twisten, also ich persönlich finde, ist ein sehr guter Spieler. Also individuell finde ich ihn sehr stark. Er ist halt noch jung, 17 Jahre alt, muss noch viel lernen, aber er macht sich ziemlich gut, würde ich sagen. Ja. Und kann auf jeden Fall ein Top-Spieler werden. Kann ich nur zustimmen. Kann ich nur zustimmen. Boah, Lucid, aua. Trifft eigentlich nicht, also, aber ich würde sagen... Ich meine, der ist drauf, aber... Ja, ich würde auch sagen, er hat drauf, aber manchmal ist das so in Valorant. Kannst du nichts machen. Das sind die Nerven im LAN. Ja. 12-9. Oh nein, das war dieser... Oh nein, nicht diese Runde. Ich erinnere mich noch, das war tiltend, aber wir haben uns eigentlich gar nicht tilten lassen. Weil er holt das 1 gegen 3. Ja. Und die gewinnen dann am Ende noch die Map, leider. Boah, das ist aber auch schon ein Lucky Kill, das war schon geprefired. Ja. Also eigentlich, theoretisch ist diese Runde nicht holbar. Nicht. Ja, wir müssen aber die Map closen hier. Ja. Leider verlieren wir die Runde und damit dann auch später die Map. Im Overtime, glaube ich. Und wir liegen 2-0 auf LAN zurück. Und müssen drei Maps hintereinander jetzt gewinnen, um die LAN zu gewinnen. Ja. Wir waren eigentlich gar nicht, wir haben uns gar nicht darüber aufgeregt. Wir waren auch, wir wussten, wir gewinnen die LAN. Auch wenn wir jetzt drei Maps hintereinander gewinnen müssen. Wir haben uns nicht runterziehen lassen und weiter Gas geben auf jeden Fall. Ja. Also jeder war noch confident und ja, wir haben einfach 100% gegeben. Wir wissen, dass wir krass sind. Deswegen, wir haben 100% gegeben und wir haben den Reverse. Sweep. 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 Sweep? Sweep. Sweep? Sweep? Sweep. Okay. Sweep. Die schleichen kurz vor die Gegner. Es steht hier Twisten. Zwei geile Kills. Jetzt der Blind holt noch den dritten. Oh, das ist krass. Richtig gut. Ich glaube, er holt jetzt noch in der Mitte den vierten. Vierten macht er noch. Den fünften hat er nicht mehr bekommen, glaube ich. Er lässt sich schön Zeit, holt den vierten. Dash nach vorne ist ein bisschen so Dinge. Ja, da will er auf den fünften gehen, aber verstehe ich. Ich glaube, er stirbt da, aber trotzdem. Er hat halt die Runde theoretisch alleine gewonnen. 3 gegen 4. Boah, da fällt Fahrt. Aber das ist halt der Pull. Da, was willst du da machen, Mann? Der move da so links, rechts, links. Ich guck's mir nochmal an. Ist halt, guck mal, der geht dann da rein, guck. Weißt du, was lustig war? Setzt ab. Ich hab den Pull gemacht und Gaub meinte noch zu mir, ey, er meinte zu mir, das war ein richtig geiler Pull. Aber du hast gut mitgedacht, aber es war halt Pech. Ja, natürlich, was willst du da machen? Kann man nichts machen. Da kannst du nichts machen. Gerbon holt hier den ersten. Wir haben Eco. Ja. Fette Gesichter. Ist Kreagon, ja. Heißt er nicht Kreagon? Ich nenne ihn Kreagon. Nenn ihn, wie du willst. Er holt ja das Ace, die feiern sich voll. Ja, ist okay. Er macht halt einen geilen Ace. Ace, ja. Ja. Aber wir waren halt Eco, muss man auch sagen. Ja. 10-4. Benny holt unseren schönen Twisten. Boah. Holt noch den nächsten. Ein bisschen schade, Mann. Ja, ich kann hier nichts mehr machen. Noch ein Ace für das Ja, Game. Ich glaub, passiert, aber ist individuell war halt. Noch fett am Führen, würde ich mal sagen. 10-5. Boah. Sehr geile 10. Ist das die Szene, die ich im Kopf habe? Ja. 3 gegen 1. Twisten ist alleine mit AWP. Boah. Er schleicht sehr schön vor. Und der erste Smoke die Bombe. Macht nicht Hälfte. Ich hätte sogar Hälfte gezogen, aber er hat das gut gespielt. Ich glaube, hätte er die Hälfte gemacht, wäre er tot. Was hat der Gegner sich wohl gedacht? Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Ich habe echt keine Ahnung. Also
eigentlich die wichtigste Runde. Wir haben uns alle richtig gefreut. Ja. Das ist auch eine Key-Runde. Twisten ist auch saustark auf Lahm, muss ich sagen. Ja, ja. Also hätte ich echt nicht erwartet. Er hat ja auch noch Erfahrung gehabt von Rainbow Six, glaube ich. Deswegen. Aber mit 17 Jahren. Ja, das ist schon, krass. Das ist schon krass. Sehr stark gespielt. MVP. Vor MVP, allem. Auf jeden Fall. Ja. Ja, wir sind also sehr selbstsicher auf die Lahm gefahren. Dachten, wir würden. Also, wir haben die Gegner ziemlich unterschätzt, würde ich mal sagen. Und dachten, wir würden die überfahren mit so einem 3-0, schnellen 3-0. Aber genau deswegen haben wir die erste und die zweite Map verloren. Wir haben ein bisschen gestruggelt am Anfang, aber wir mussten uns noch erstmal warm spielen. Die Gegner haben auch in der ersten Map vor allem, würde ich sagen, viel besser getroffen als wir. Ja. Aber dann haben wir uns einfach zusammengerissen und haben die letzten drei Maps in der Reihe gewonnen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Kommentar da, ein Like und subscribe bitte. Bitte. Multiple studies have shown that surgeons who game make 32% less errors. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen.